So, dann läuft die Aufnahme wieder. Ja, ich würde sagen, ich kann sagen, wir machen weiter bei Cruella Mario, denn wir haben ja das irgendwie schon mal auch Let's Play-artig gespielt. Wobei es war mehr Stream. Es Es war war mehr im alles, war eigentlich Stream alles und nur so dann ein haben wir Stream. es, das eine Level haben wir dann, glaube ich, als Let's Play nachgeholt. Ja, die beiden. Irgendwie so. Und jetzt Und zwar. jedenfalls richtig als Let's Play. Ja, okay, cool. Was aber auch heißt, dass der Anfang in den Stream-Videos zu finden ist. Viel Spaß. Guckt euch die Level nicht an. Das sind eh die netten Level, die will doch niemand sehen. Ja, das gefällt mir ja, diese Ankündigung. Okay, 13 passt. 13 müssen passen, ja. Okay. Klick mal einfach gehe drauf. ich einfach mal rein. Sieht gut aus. Wo muss ich hin? In die Röhre oder zum Stern? An beiden Sachen ist was jetzt, aber geh mal eher in die Röhre. Okay. Ganz nach oben? Also sind wir direkt an dem Schloss angekommen. Ja. Ja, Mensch. Stimmt, Das wir haben, ich erinnere mich. letzte Mal hast du die anderen 5 Level oder so von der Welt gespielt. 6. Ja. Okay, dann geht's hier praktisch. Ja, das kann ich dann im Prinzip alles wieder überschreiben. Oh Gott, sind das viele. Ja, ich habe Was hast du einige. getan? Ich bin immer beschwert, dass ich zu wenig setze, also habe ich halt immer mehr gesetzt. Ja, alles Ich mache klar. ja auch immer gleich drei für eine Situation oder so. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ja. Ich hoffe, soundtechnisch passt alles, aber ja. Wird's schon nicht. Ja. Macht doch eine große Das ist auch, ja, meine Qualitätsoffensive. Befürchtung. Du bist jetzt hier wirklich runtergefallen. Oh Mann. Doch, ich kann das. Wobei, warte mal, ich kann ja hier einfach. Ja, Hä? eben. Was ist das denn dann so komisch gebaut? Ich bin zu sehr in Glitch-Puzzles, aber teilweise muss ich ja auch schon rumglitschen, ne? Wieder. Ja, natürlich. Das ist, da oben sollte ich mir erstmal holen. Natürlich muss sie ja rumglitschpuzzeln, aber es gibt ja auch so Sachen, die sind Ah. einfach nur dämlich. Zum Beispiel da oben rankommen. Okay, dann machen wir das halt mit ihr. Mit ihm. Komm mal mit. Wobei, ich könnte vielleicht von da. Gott, was eine Arbeit, ey, die du dir schon wieder Ich machst. könnte. Ja, ich könnte. Ich habe eine Idee. Ich kann das. Wenn ich schneller bin, warte mal, zurück. So. Dann könnte ich das einfach hier drinnen mir holen. Da kommt wahrscheinlich eh nur ein Pilz raus. Ja, da kommt genau ein Pilz raus. Den du noch in genau dem Raum brauchst. Ja. Ach, komm schon. Ja, entweder ich nehme da oben Anlauf und komm, hüpf direkt dran, oder ich dachte, vielleicht geht's auch so. Na bitte. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand so lange dafür braucht. Ich weiß nicht, wie es gedacht war, aber ich hoffe, ich darf den. Ich weiß nicht, ob ich ihn killen darf. Ja, klar, das Ah, geht. wobei ja, ich kann ihn ja eh nicht mitnehmen. Hier ist ja eine Lücke. Dann war das wohl so gedacht. Nee, rutschen ist schlecht. Dann machen wir es mit Anlauf. Oh. Blöde Was Treppen. ist da jetzt eigentlich für ein Port drin? Kannst du mir das gerade mal sagen? Bisschen mit den Ports rumgespielt. Ich weiß nicht mehr, welcher Ich gerade weiß drin doch nicht, wie war. das heißt. Okay, gut. Es läuft etwas, was wie eine Schlossmusik klingt. Ah ja, okay, gut, dann weiß ich es, danke. Ah, warte, doch, jetzt, Doch, das klingt sogar wie Mario-Schlossmusik, irgendeine Variante davon. Ja, doch, Ja, das. das ist so ein Remix davon. Genau. Das ist Oh. Mein Skill ist nicht vorhanden. Oh. Biop würde jetzt sagen, da kann man auch klein durchspringen. Was? Soll ich übersetzen? Willkommen im Schloss. Wir hoffen, es. Nee, wir freuen uns, dass es Ihnen gut geht. Wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit haben wird. Werdet. Und es Bonan ist von euch. Tempon. Warum auch Bonantempo. immer das P groß ist. Das ist nicht groß. Ist das Ich einfach die Schrift habe im. alle Buchstaben einen Pixel runtergesetzt und beim P geht's halt nicht. Und ich musste das machen, damit die Akzente drauf passen auf manche Buchstaben. Ah, du hast die umgedingst. Ja. Ah, ich verstehe. Deswegen sieht das P Hier ein kann bisschen man komisch klein aus. durch. Ich weiß nicht, ob durch den Sprung, aber in der Theorie kann man durch solche Lücken mit einem Spike oben und einem unten durch. Hat Björk zumindest mal behauptet.
Und ich habe das auch schon mal in Petag gesehen, also wird's wohl gehen. Nein, versuch's nicht, Kostin. Dann kannst du auch gleich Item Abuse spielen, wenn du das versuchen willst. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich sollte man das auch mit Slow-Mo machen. Ich kann's mir vorstellen, dass es grundsätzlich möglich ist, aber... Du solltest es mit Frame Advance machen. Aber es erscheint mir doch... Wow, okay. Aber ja, das... ist extrem ekelhaft. Ja. So, da wieder 1000 Okay, jetzt kommst du in den Raum. Ich komme in den Raum, ach so. Ja, in den Raum. Dann gucken wir uns doch erstmal um. Huch, da ist bestimmt was drin. Ja, Pilz. Okay, sonst nichts weiter. Das heißt, den nehme ich mal noch nicht, weil wahrscheinlich erst später. Da ist noch einer. Okay, jetzt wird es ja wieder puzzelig bei dir. Ja, furchtbar. Das lässt sich wahrscheinlich auch total ekelhaft breaken und ich habe keinen Plan davon. Ich hoffe doch. Okay, den kann ich mir erstmal holen, der ist gratis. Huch. Warte, ich guck mir jetzt einfach nochmal an, wie ich mir den Raum damals gedacht habe. Ich spiele ihn eh anders, du brauchst gar nicht gucken. Okay, da sollte ich mit dem Feuer hochkommen. Ja, aber damit ich in der Theorie zumindest dir eine Lösung liefern könnte, wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt. Na gut. Ach! Nein, die Tür! Dankeschön. Ist das durchlässig? Das ist nicht durchlässig. Das heißt, da muss ich groß sein, wenn ich da durch will. Das heißt aber auch, dass ich an dieses hier nur mit einem Springboard rankomme. Das ist richtig. Okay. Das heißt, das mit dem großen Pilz, das könnte man regeln. Das Springboard haben wir noch nicht. Na gut. Sehe ich nicht. Sollte doch reichen, oder? Ach, scheiße. Nee, das sind 7 Blöcke. Na gut, dann halt hier oben entlang. Und ich sehe schon, das darf ich mehrmals machen. Aber das ist jetzt ja an sich auch nur ein ganz normaler Zündisprung, ne? Ja. Ob da jetzt eine Stachel da drüben auf mich wartet oder nicht, ändert ja, das ändert ja überhaupt nichts. Das ändert wirklich überhaupt nichts. Gut. Das ist nur zu dick. Dann lasse ich dich mal hier. Guck erstmal, was kommt. Das sieht irgendwie eklig aus. Komme ich da in die Mitte rein von hier? Uff. Nee, dürfte nicht gehen. Vor allem mit Drehsprung wäre es ja schon mal dumm. Also ich habe immer gemeint, man könnte das nur mit... Ich glaube nicht. Nee, man geht nicht, weil du kannst da nicht mehr raus. Also will ich... Also du musst auf jeden Fall einen Pilz verlieren, wenn ja. Du die Shadow Woods. Jetzt wird Biomb mich schlagen und sagen, mit irgendeinem Pixel-Perfect-Jump kann man dann da will ich wahrscheinlich mir jetzt schon den zweiten Pilz holen, weil sonst komme ich da ja nicht mehr ran, außer es gibt noch mehr Pilze in dem Level. In dem Baum. Gibt noch ein paar Pilze. Dann will ich ihn vielleicht doch noch nicht holen. Der Raum besteht aus Pilzen, sozusagen. Dann gucken wir... Ach, kacke, nein, zurück. So. Ah, wobei, ich könnte auch mit dem Feuer da hoch und dann hier rüber springen. Muss ich den blöden Sprung da unten nicht machen. Ein blöder Sprung gegen den anderen getauscht. Naja. Na, geil. Okay, dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich die Schellen mitnehme. Uah. Das war geil. Jetzt nicht. Weil da komme ich nicht mit einem... Ohne Anlauf komme ich dann niemals rüber. Oder? Ach, komm schon. Lauf einfach direkt rechts neben den Stacheln und renn dann einfach los. Das müsste reichen. Das ist jetzt nicht so ein weiter Sprung. Naja, deswegen wollte ich gerade so ein bisschen Anlauf. Ein bisschen Pseudo-Anlauf. Ich weiß ja, nicht, bitte. Ob das besser ist. Ja. Aber gut. Okay, die Schelle ist nicht gestorben, das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Lava sterben würde. Was ist das denn hier? Huch, ach so. Ja. Ist das Cut-Off? Nur mal so... Grundsätzlich sagen, gefragt, das sieht nämlich wahnsinnig merkwürdig aus. Aber, ich brauchte irgendwas. Das Level ist auch ein bisschen älter. Okay. Würde ich nicht nochmal bauen. Ja, hier ist dann Ende. Würde ich nicht nochmal bauen, das Level. Hier ist wobei später noch was Schönes kommt. Ja. Egal. Wenn ich hier jetzt noch die Shell hätte, könnte ich mir den Pilz holen.
Geh in den Spike rein, der ist fake. Deswegen sage ich, wegen sowas würde ich das Level nicht nochmal bauen, das ist irgendwie scheiße. Ja, ich komme trotzdem nicht an den Pilz ran. Ja gut, das sei jetzt mal dahingestellt, aber der Spike ist halt nicht echt, ne? Aber wieso, woher soll man das denn wissen? Keine Ahnung. Woher soll man wissen, dass ein Fairy da ein Turnblock ist? Ja, das habe ich ja genauso bemängelt. Das ist natürlich korrekt. Okay, zurück komme ich eh nicht. Das heißt, ich will vielleicht doch mit beiden Pilzen hier rüber. Weil ich wüsste gerade nicht, wie ich hier anders sonst... Ich könnte den grauen P-Switch natürlich mitnehmen. Wie gesagt, Level habe ich vor anderthalb Jahren gebaut. Das ist jetzt... Ich vertrete nicht mehr alle Meinungen von gutem Level-Design, die ich damals geteilt habe. Nehmen wir mal den P-Switch mit. Ja. So halt nicht. Ja, das könnte nicht gut gehen. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Das wird halt nicht reichen, wenn ich ihn einmal darüber pfeffe. Du kannst die Schelle und den P-Switch double grabben. Nur so. Ja, aber dafür muss ich ja erstmal den P-Switch so ordentlich dahin werfen, dass ich sowohl Shell als auch P-Switch... Ich will ihn halt dann von den Stacheln runternehmen können. Wenn ich das habe, dann... Ja, ne, ja... Er müsste halt praktisch auf der letzten Stachel landen. Ja, perfekt. Ja. Mehr wollte ich doch gar nicht. Komm, dann kriegt was hin. Hurra. So, kann ich jetzt hier einfach... So wahrscheinlich nicht unbedingt... Uff, keine Ahnung. Ah! Okay. Ich doch. Dann eben doch. So, dann machen wir wieder den Sprung hier rüber. Prima. Dann einmal hoch. Die Shell bitte nicht töten. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ich weiß gar nicht, ob die Castle Lava Shells tötet. Du meinst, sie fällt einfach runter? Kann sein. Können wir kurz testen. Ja. Dann ist es mir eh wurscht. Gut. Ach, scheiße. Ich wollte doch hier hoch. Ui. So. Ach so, das da oben war ja groß. Da kann ich nicht durchdrücken. Ich könnte natürlich jetzt probieren, was da oben kommt. Mir mal anzugucken. Ach, komm schon. Ich weiß, dass ich auch genauso gut unten rum wahrscheinlich könnte, aber... Hey! Wenn das schon da ist... Conan scheitert an einem P-Switch schon. So. Na, du weißt doch, dass ich dafür mal ein bisschen brauche. Okay, da ist mein Springboard. Wo wäre ich jetzt? Warte. Unten entlang? Von hier wäre ich da. Oh, das wäre gar nicht mal so geil gewesen, hier entlang zu gehen, mit, nachdem ich getroffen werde. Das läuft also relativ auf das Gleiche hinaus, nur dass ich jetzt natürlich den P-Switch nicht mehr habe. Du hättest den P-Switch auch so nicht gehabt. Okay. Das ist aber eine interessante Weise, die ich damals nicht bedacht habe. Blocke ich gleich mal ab. Ach so, der ist jetzt ja grau. Ne, aber ich hatte den P-Switch jetzt ja einfach verpulvert. Insofern... Du hättest den P-Switch auch so einfach verpulvert. Huch! Also, macht keinen Unterschied. Wieso hätte ich ihn einfach so verpulvert? Weil die grünen Stacheln doch P-Switch-sensitiv sind. Und das könntest du wirklich wissen. Weil das war an dem Hack schon mal. Na, aber ich hätte ihn doch jetzt gar nicht gedrückt. Doch. Oder meinst du, ich wäre da gar nicht durchgekommen bis hierher? Du wärst da ziemlich sicher nicht durchgekommen. Ach so, na gut. Also das ist schon extrem weit. Ich bezweifle, dass man das da aufnimmt. Oh shit, jetzt muss ich da durchrutschen. Wo bist du gerade? Ach, da. Vielleicht soll ich da nicht groß sein, ich weiß es nicht. Vielleicht gehe ich da klein durch. Geht der Kleine. Wieso sollte ich mir hier... Die Sache ist jetzt halt die, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit dem P-Switch hier durch wäre, dass die Stacheln hier schon mal weg sind.
Na, das ist richtig. Also insofern ist das eigentlich dumm, wenn ich da oben lang gehe. Ist eher abgeblockt. Weil ich verstehe gerade, ich habe dann praktisch beim nächsten Mal die Stacheln dann... Huch! Huch, was? Ach, da fällt man runter. Ja, durch den grauen Boden fällst du durch, das hast du aber schnell bemerkt. Es ist ja nicht so, als wärst du schon 5-mal da durchgelaufen. Wie soll ich denn... Ah, wie soll ich denn dann aber hier jetzt durchkommen? Wer's mit treffen lassen? Ja, das geht dann hier und dann muss ich erst hier die wegmachen. Ah. Dann komme ich aber trotzdem hier nicht mehr nachher, oh Gott. Okay. Ach so, Moment, ich kann ja auch... Ach, die ganze Geschichte mit den grauen Stacheln ist doch dämlich. Mal kurz gucken, was hier... Hä? Okay. So, rippgraue Stacheln. Da ist Schluss. Ah, jetzt noch überlegen, ob ich die grünen Stacheln durch manche ersetzen soll. Hm, da weiß ich jetzt allerdings wirklich noch nicht, wie ich dann... Na gut. Wir können erstmal die Messagebox lesen. Da kommen wir jetzt hier. Wobei, wie komme ich jetzt überhaupt hier zurück? Ja, scheiße. Das geht. Ohne einen Pilz zu verlieren? Ja. Hast ja eh keinen, den du verlieren kannst. Ja, eben, aber ich müsste jetzt ja praktisch. So ist dämlich. Ja, ja. Ja, so ist dämlich. Also komme ich auch nicht weiter. Die Mitte kriege ich es auch nicht. Wenn es ganz oben auf der Stachel wäre, nützt es mir ja auch nicht wirklich viel. Das wäre auch dämlich. Also müsste es auf der linken Seite oder was sein. Dann könnte ich es mir versuchen, von da wieder zu grabben, von der anderen Seite. Oh Gott. Nein? Okay. Viel zu viel Arbeit für den neuen Sprung. Aber so komme ich ja eh nicht mehr drauf. Ja, eben. Hä? Sprinting Speed und von dem rechten Rand des Blocks zum linken springen, wäre das jetzt so viel verlangt für dich? Wo, jetzt, wie jetzt? Du schon, warte mal. Jetzt, wo du gerade da stehst. Ja. Von da springst du einfach mit Sprinting Speed nach links. Da komme ich dann drüber? Ja, natürlich. Oh, okay. Also, wenn nicht, dann bin ich... Das ratlos, weil ich mir dabei gedacht habe. Das hätte ich nicht jetzt gedacht, dass ich da drüber komme. Aber okay, wenn das geht, dann ist das natürlich eine nice Sache. Ja, Mensch. Das geht sogar hervorragend. So, jetzt komme ich an den Pilz natürlich nicht mehr ran. Wie schon vorhin erwähnt. Das heißt, ich müsste hier trotzdem nochmal mit einem Pilz... Ist das dann so gut gewesen? Dass ich den noch nicht eingesammelt habe. Man weiß es nicht. Ja, Mensch. Ja. Ja, toll. Gut gemacht, Colin. Ja, super. Oi. Das habe ich ja doof gemacht. So, so sollte das jetzt aber funktionieren. Vielleicht. Ja, bitte. Aber ich habe ja eh, wie gesagt, das Problem, dass ich an den Pilz hier nicht mehr rankomme. Der ist ja jetzt komplett nutzlos. Scheiße. Och nee, jetzt mal. Das Springboard taucht drüben ja wieder auf, theoretisch.
Ja. Aber ich müsste es runterwerfen, damit es da wieder auftaucht. Ja. Na gut. Aber ich weiß ja eh nicht, ich komme ja schon gar nicht mehr durch die Stacheln durch da drüben. Das ist ja schon vorbei. Ja. Bräuchte es einen Pelz. Alles Geräusch. Dann, da es in der Version noch geht. Hab ich erwischt? Hab ich's erwischt? Nein. Was willst du machen? Mit dem Pistol-Jump schon wieder darüber? Nee, ich habe ja ein Springboard. Das dürfte. Also, aber du willst wieder mit dem Pistol-Jump über diesen. Nein, mit dem Springboard. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Nein, nein, also der Sprung, von dem du redest, ist der. Ach, ich komme nicht an die Shell ran! Ja, das sowieso nicht. Wie denn? Dann wäre ja der Pilz auch weg. Tja. Dumm gelaufen. Dann muss ich mit dem Springboard da. Warte, Moment, wie komme ich jetzt überhaupt hier wieder? Ah. Ich krieg doch hier kein Running Speed. Achso, doch, ich krieg von der Röhre aus vielleicht. Nee, Quatsch. Hä? Ah, ist schön, wie du verzweifelst. Ach, jetzt. Du nimmst übrigens schon seit 21 Minuten auf. Ja, du willst deinen Zuschauern nicht so lange Parts zumuten. Die wissen doch gar nicht mehr, was sie in ihrem Leben da tun sollen. Ich beende den Part ja auch gleich. Ich hab schon. Ach, jetzt, der lag doch gerade so gut. Okay, da liegt er wieder. Kriege ich jetzt einmal dieses Ding einfach mitgenommen wieder? Dankeschön. So. Komm, dann spielt Mario. Jetzt müsste ich hier irgendwie. Ach, das haut nicht hin. Boah. Scheiße. Dann probieren wir halt Folgendes. Ich hoffe, das geht irgendwie. Na, das reicht niemals. Haha, natürlich nicht. Ich komme da aber auch nicht drüber. Damit vielleicht. Es gibt sowas, das nennt sich Running Speed. Das könnte ja, aber den kriege ich hier fast nicht zustande. Na doch. Na, so liegt das nicht so cool. Also wenn du von der Röhre mit Running Speed abspringen könntest, wäre ja alles in Ordnung. Also warum machst du das nicht? Ja, aber. Was soll ich denn hier? Ja, genau, jetzt nur noch zwei Blöcken am Lauf. Ja, ich kann hier ein bisschen, aber das ist ja auch nicht so viel. Das sind vier. Das würde sogar reichen, aber das habe ich auch nicht verlangt. Ah, ich weiß von wo. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um die. Ja. Ich habe es trotzdem eher schon verkackt, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich aktuell noch spiele. Ja, das ist verkackt, das ist mir auch schon bewusst. Nee. Du hast es schon lange, schon ganz lange verkackt. Ja, ich habe ja schon den Pilz hier oben nicht. Den, also der Pilz ist ja schon. Tja, siehst du? Verschwendet. Ah, deswegen will ich es ja eh breaken. Ach, du willst es breaken. Du und breaken. Aber jetzt, wenn ich hier Running Speed habe, brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann brauchst du das Springboard nicht mehr. Ja. Dann komme ich doch jetzt auch so rüber, oder? Nein, komme ich nicht. Okay. Okay, jetzt kriege ich hier den P-Switch einmal. Schmeiß den erstmal voll in die Lava. Ach, Conan. Ja, ich. Wirf den überhaupt drüber. Weil ich das Springboard noch holen will. Kann man das aus der Situation so einfach holen? Bitte? Ich weiß nicht, ob man das aus der Situation überhaupt holen kann. Ja, ich auch nicht, aber dafür müsste erstmal der P-Switch checken, um das überhaupt zu testen. Also um zu testen, kannst du den Pistol doch einfach in die Lava schmeißen. Um zu testen, könnte ich auch einfach einmal hier rüber springen und das Ganze so machen. Guckst du, aber es ist ja eh vorbei, wenn ich da drüben bin. Ich komme doch durch die Stachel nicht durch. Es ist doch eh schon Ende. Conan erkennt, dass er es schon lange verkackt hat. Das habe ich doch vorhin auch schon gesagt. Ich komme da eh nicht mehr ran. Okay, dann beenden wir an der Stelle und starten das nächste Mal am besten nochmal am Anfang des Raumes.
Das wäre dann... Ja, perfekt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.